Ariane von Bike24 und wir sind heute in Ulm bei Track. Neben mir steht die Fabienne. Hi. Schön, hallo Ariane, willkommen an der Track World. Danke. Und neben uns steht ein cooles neues Fahrrad, das Fuel X. Und Fabienne, vielleicht kannst du mir mal sagen, was so Neues daran ist. Klar, also das Fuel X ist zum einen schon mal unser perfektes Allround Trailbike für lange Tagestouren. Und es hat für dieses Jahr ein paar Updates gekriegt. Wir haben zum einen mehr Federweg. Wir haben jetzt einen 140 mm Federweg vorne. Hinten haben wir nach wie vor 130, wie wir vorhin schon gehabt haben. Und es kommt in der Fox 34er Gabel. Dann hat sich auch in der Geometrie etwas geändert. Wir haben einen längeren Reach und einen flacheren Lenkwinkel plus ein um 1 Grad steileres Sitzrohr, was uns hier mehr Möglichkeiten gibt auch oder mehr Optionen gibt für Sattelstützen. Wir haben ein gerades Unterrohr, was uns mehr Steifigkeit fürs Rad bringt. Und wir haben zum Beispiel auch diesen Knockblock, das ist ein verzahntes System, das uns den Rahmen schützt, indem wir den Impact durch Gabelkrone oder Lenker vermeiden. Dann haben wir den Reactive-Dämpfer und wir haben die SRAM GX Eagle. Das ist eine Einfachschaltung 1x12 und wir haben hinten auch noch eine 4-Kolben-Bremse von Shimano. Also damit bist du bestens bedient auf dem Trail und griffige XR4-Reifen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, die Geometrie etwas abzustimmen. Wir haben hier diesen kleinen Minolink, den kannst du umdrehen und damit nochmal die Geometrie ein bisschen fein abstimmen. Aus welchem Material ist das Rad gemacht? Das Rad ist komplett aus OCLV Mountain Carbon, also inklusive Ketten und Sitzstreben. Cool, und was bringt das dann für ein Gewicht auf die Waage? Das bringt 15 Kilo und 120 Gramm auf die Waage, in Größe Medium. Vielleicht kannst du uns noch was zu dem Flaschenhalter sagen, der sieht ja ganz interessant aus. Ja, das ist also nicht nur ein Flaschenhalter, der hat noch eine kleine Überraschung parat. Ich habe hier mit diesem Sicherheitsgriff hier ein verstecktes Staufach. Quasi da drin. Ein Kofferraum. Ja, genau. Also du hast hier drin von Born Trager eine gepolsterte Hülle. Du kannst hier also sämtliche Reifenpannen-Kits da integrieren. Du kannst einen Schlauch doppelt zusammenlegen, reinschieben, das Ganze zusammenwickeln und da wieder einführen und einfach wieder schließen. Super praktisch. Genau. Somit brauchst du keine Satteltasche mehr. Du kannst unter Umständen sogar ohne Rucksack fahren gehen und hast auch Platz für ein Licht hinten dran. Und gibt es das Fahrrad sowohl für Frauen als auch für Männer? Wir haben jetzt in dem Bereich keine frauenspezifische Räder mehr, weil die Verkäufer uns gezeigt haben, dass gerade im höherpreisigeren Segment die Frauen eigentlich die komplette Auswahl haben wollen und dass wir auch deutlich mehr Unisex-Räder verkauft haben. Das heißt, wir bieten die Modellpalette in einer sehr breiten Größenrange an. Wir starten bei XS bis XL. Die ganz kleinen Größen XS und S kommen mit einem tieferen Überstand. Und die XS-Rahmen kommen dann mit einem kleineren Laufradsatz, mit 27,5 Zoll Laufrädern. S kannst du beides wählen. Du kannst wählen zwischen 27,5 und 29 Zoll Rädern. Und alles darüber kommt mit 29 Zoll Rädern, weil das einfach auch die schnellsten Räder sind. Wir bieten jedes Modell auch in 2 Farben an. Somit haben wir insgesamt eigentlich mehr Räder für alle und mehr Auswahl für alle. Also so findet jede Reiterin das perfekte Rad, die perfekte Größe für sich, aber auch ein kleinerer Herr hat dann deutlich mehr Auswahl. Mhm. Also ich denke, das ist ein Rad, das dir definitiv viel Spaß machen wird. Und ich denke, den besten Eindruck wirst du haben, wenn du gleich mal dich draufsetzt und eine Runde fahren gehst. Also schnapp dir einen Helm und setz dich drauf. Klingt cool, werde ich auf jeden Fall machen. Danke, Fabienne. Danke auch für die Vorstellung. Super, sehr gern geschehen. Schön, dich kennengelernt zu haben. Und falls ihr noch Fragen habt zu dem Fahrrad, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich darauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin. Oh, das war ein bisschen zu viel.